Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ist okay? Ist verständlich? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati was salam. Ala mab'uthi rahmatan lil Alameen. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Meine lieben Geschwister, wie versprochen, wollen wir heute insha'Allah ta'ala eine neue Reihe beginnen. Eine Reihe über eine Reise. Eine Reise, welche mit dem Tod beginnt und mit dem Paradies oder Jahannam, dem Höllenfeuer, endet. Eine Reise, welche viel länger ist als jede Reise, die wir bisher kennengelernt haben. Eine Reise, welche sogar viel länger ist als unser gesamtes Leben. Es handelt sich um eine Reise, meine lieben Geschwister, welche wir alle antreten werden, ohne Ausnahme. Jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, wird diese Reise antreten. Und zwar die Reise ins Jenseits. Wir wollen uns insha'Allah ta'ala in den kommenden Wochen mit dieser Reise auseinandersetzen. Wir wollen uns auseinandersetzen mit den verschiedenen Etappen auf dieser Reise, die uns begegnen werden und die wir alle durchlaufen werden, ohne Ausnahme. Das Gute an dieser Reise ist, dass wir schon durch den Koran und durch die Überlieferungen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen, was uns auf dieser Reise erwarten wird. Das Gute ist, wir wissen, wie wir uns auf diese Reise vorbereiten können und wie wir an unser gewünschtes Ziel gelangen können. Wir müssen uns nur damit auseinandersetzen und wir müssen uns nur damit beschäftigen. Und genau das sollte auch unsere Absicht sein, wenn wir jetzt über diese Reise sprechen werden. Dass wir uns vornehmen, uns auf diese Reise vorzubereiten. Und das ist auch schon der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Und zwar, der Muslim, er sollte vorbereitet sein auf seine Reise ins Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht immer wieder im Koran über das, was im Jenseits geschehen wird. Beginnend mit dem Tod, über die einzelnen Etappen, die uns erwarten werden am jüngsten Tag, die Auferstehung, die Versammlung der Menschen, die Abrechnung, das Lesen der Bücher, die Waage, der Sirat, die Qantara auf dem Sirat, die Huquq, die ausgetauscht werden, die Rechte unter den Menschen und sogar unter den Geschöpfen, die ausgetauscht werden. Und dann alle Einzelheiten, welche das Paradies und die Hölle betreffen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht immer wieder darüber. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sogar extra für uns Ibadat eingeführt und festgelegt, welche uns genau auf diesen Tag und auf diese Reise vorbereiten sollen. Nehmen wir als Beispiel die Hajj, welche jeder Muslim einmal in seinem Leben vollziehen sollte. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Abschnittes über die Hajj-Verse in Surat al-Baqarah? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَاتَّقُوا اللَّهِ, so fürchtet Allah, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, und wisset, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Das heißt mit anderen Worten, das, was ich bei der Hajj durchlaufe, an einzelnen Stationen, die verschiedenen Versammlungen während der Hajj, in Arafah, in Muzdalifah, all das soll eine Generalprobe sein für meine Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala und für diesen Tag, wo wir alle versammelt werden. Allah ta'ala, er möchte uns vorbereiten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat verlangt, dass wir uns vorbereiten. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ist mir noch etwas eingefallen in Bezug auf die Hajj. Und zwar sagt Allah, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala
auch in diesem Abschnitt. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Wer sich also die Hajj zur Pflicht auferlegt in den Hajj-Monaten, der soll weder Geschlechtsverkehr verüben, noch soll er freveln, noch soll er streiten während der Hajj. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَزَوَّدُوا. Und nehmt Proviant mit auf eure Reise. Und er meint damit, welche Reise? Die Hajj-Reise. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Und der beste Proviant ist die Gottesfurcht, die Taqwa. Das ist genau der Proviant, den ich benötige auf meiner Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala, bei den unterschiedlichen Stationen. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der von uns verlangt hat, dass wir uns immer wieder genau mit dieser Reise, welche mit dem Tod beginnt, auseinandersetzen sollen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, أكثروا من ذكري هذه اللذات, الموت. Gedenkt häufig des Zerstörers der Genüsse, des Todes. Macht euch Gedanken über den Tod. An anderer Stelle sagte er sallallahu alaihi wa sallam, إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. Ich hatte euch verboten gehabt, die Friedhöfe zu besuchen, weil die Muslime am Anfang noch sehr beeinflusst waren von ihren Bräuchen aus der vorislamischen Zeit und dort Wehklage betrieben haben etc. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann verboten hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ألا فزوروها, so besucht jetzt die Friedhöfe. Aus welchem Grund? فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Weil sie euch nämlich an was erinnern? Sie erinnern euch an das Jenseits. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er möchte, dass wir uns mit dieser Reise intensiv auseinandersetzen. Uns Gedanken machen über diese Reise. Die Sahaba radwanullahi alaihim, sie haben die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehr ernst genommen. Uthman ibn Affan, er stand einmal vor einem Grab, woraufhin er anfing zu weinen. Und dann sagten einige Leute zu ihm, wenn über das Paradies, die Hölle gesprochen wird, weinst du nicht. Und jetzt stehst du vor einem Grab und du fängst an zu weinen. Woraufhin Uthman ibn Affan antwortete, beim Grab handelt es sich um die erste Stufe von den Stufen des jüngsten Tages, um die erste Phase von den Phasen des jüngsten Tages. Und ich habe keinen Anblick gesehen, der schlimmer ist als das Grab. Er wurde erinnert, weil er nämlich dem Propheten gehört hat, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir die Friedhöfe besuchen, um uns an genau diese Reise zu erinnern. Und dementsprechend finden wir viele Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber auch der Sahaba radwanullahi alaihim und der As-Salihun, der frommen, rechtschaffenen Menschen und der Weisen, welche uns immer wieder gesagt haben, wie wichtig es ist, dass wir uns mit was auseinandersetzen, dass wir uns genau mit dieser Reise auseinandersetzen sollen. Es gibt eine schöne Überlieferung von Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Und er sagte, inna dunya irtahalat mudbiratan. Die Dunya, sie hat sich verabschiedet. Also sie hat ihre Reise begonnen, um sich zu verabschieden. Und sie kehrt dem Menschen den Rücken zu. Wa inna al-akhirata irtahalat muqbilatan. Und das Jenseits, es hat sich auf die Reise begeben, um sich zu uns zu begeben. Also in unsere Richtung, es kommt uns immer näher. Die Dunya entfernt sich immer mehr von uns. Und das Akhira, es kommt uns immer näher. Und dann sagte er, وَلِكُلِّن مِّنْهُمَا بَنُونَ. Und jeder von ihnen beiden hat Kinder. Also die Dunya hat Kinder und das Akhira hat Kinder. Und dann sagte er,
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. So gehört zu den Kindern des Jenseits und gehört nicht zu den Kindern des Diesseits. فإن اليوم عمل ولا حساب. Weil heute ist Handeln angesagt, aber keine Abrechnung. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Und morgen gibt es die Abrechnung, aber keine Möglichkeit mehr zum Handeln. Allahu Akbar. Was für Worte. Wir sollen also zu den Kindern des Jenseits gehören und nicht zu den Kindern der Dunya. Was will er uns damit sagen? Will er uns damit sagen, dass diese Dunya nichts wert ist und dass ich der Dunya komplett den Rücken zukehren soll? Nein, das möchte er uns damit nicht sagen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mit seinen Worten, wir sollen uns an den Tod erinnern, sagen, dass wir Angst haben sollen vor dem Tod und immer nur die Dunya schlecht reden sollen und uns komplett von ihr abwenden sollen. Nein, sondern sie wollten uns damit eine Ermahnung geben, dass wir bei all der Dunya, in der wir uns befinden und den Ablenkungen, die es in der Dunya gibt, niemals unser eigentliches Ziel vergessen dürfen. Unser eigentliches Reiseziel. Und das ist was? Unsere Reise entweder zum Paradies oder zur Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle bewahren. Das ist unsere Reise. Unsere Reise beginnt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befiehlt, die Seele in den Embryo einzuhauchen. Ab diesem Moment beginnt unsere Reise im Mutterbauch. Diese Phase im Mutterbauch ist eine sehr kurze Phase von 9 Monaten. Sie geht sehr schnell vorüber. Und dann kommt die etwas längere Phase, in der wir uns gerade alle befinden, die noch auf dieser Erde sind. Und nachdem diese Phase vorüber ist durch den Tod, und wir kommen noch auf den Tod zu sprechen, insha'Allah ta'ala, was der Tod überhaupt ist, beginnt dann eine noch längere Phase. Und das ist der Barzakh. Eine Zwischendimension zwischen der Dunya und dem Akhirah. Und nach dem Barzakh beginnt eine noch längere Phase. Und das ist der jüngste Tag. Mit all dem Schrecken, der uns dort erwarten wird. Und dann beginnt die längste Phase überhaupt. Und das ist dann das Paradies oder die Hölle. Und diese Phase ist ewig. Da gibt es kein Zurück mehr. Und erst dort sind wir an unserem Ziel angelangt. Also ihr seht, wir haben noch viel vor uns. Allahu Akbar. Die erste Phase war sehr kurz, 9 Monate. Die zweite Phase ist einige Jahrzehnte lang. Und dann kommt eine Phase, die Jahrtausende lang ist. In dieser Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Und dann kommt eine Phase, die Zehntausende von Jahren lang ist. Der jüngste Tag. Und dann kommt die Ewigkeit, wo es kein Tod mehr geben wird und keine weitere Phase geben wird. Subhanallah. Was für eine Reise, auf die wir uns hier begeben und auf der wir uns gerade auch schon befinden, ohne dass wir es merken. Wie es Ali ibn Abi Talib gesagt hat, jeder Tag, der vergeht in dieser Dunya, ist ein Tag weniger in dieser Phase, in der wir uns befinden. Und wir nähern uns der zweiten oder der dritten Phase, nämlich dem Barzakh. Jeder Tag. Und man kann es nicht besser zum Ausdruck bringen, als es Al-Hasan Al-Basri getan hat, der gesagt hat, Ya bana Adam, innama anta adad. O Sohn Adams, du bist nur eine Anzahl von Tagen. Fa'idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Vergeht ein Tag, vergeht ein Teil von dir. Allahu Akbar. Jeden Tag kommen wir der dritten Phase näher. Ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Ja, nicht nur jeden Tag. Mit jedem Atemzug kommen wir dieser Phase näher. Wir merken es nicht, wir verdrängen es, wir vergessen es. Aber
Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben von uns verlangt, immer wieder daran zu denken. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, warum? Damit wir uns abwenden von der Dunya? Nein. Sondern, damit wir unser Ziel nicht aus den Augen lassen, wo wir eigentlich hinwollen. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem Bruder, war eine Eheschließung. Sein Vater hat ein Taxiunternehmen. Sein Vater hat ihm aber verboten, während seines Studiums Taxis zu fahren. Alhamdulillah, er hat jetzt sein Studium abgeschlossen, ist Architekt und alles, mashallah. Und sehr erfolgreich. Er meinte, mein Vater hat es mir verboten. Aus welchem Grund? Weil er Angst hatte, dass wenn ich anfange, Taxi zu fahren, dass ich dann auf den Genuss des Geldes komme und mein eigentliches Ziel aus den Augen verliere, nämlich mein Studium. Wie viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens aufgrund von Geld oder anderen Dingen oder von Dunya-Angelegenheiten, von Genüssen, ihr eigentliches Ziel aus den Augen verloren, subhanallah. Und das darf niemals geschehen. Du darfst niemals dein eigentliches Ziel aus den Augen verlieren. Das ist das, was Allah uns sagen möchte. Und deswegen, es gibt diese schöne Überlieferung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ich meinte eigentlich eine andere Überlieferung, und zwar die ist nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ich weiß, von Abdullah ibn Amr ibn As, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und zwar, wo er sagt, sei in der Dunya oder lebe so für die Dunya, als würdest du ewig in ihr leben. Und lebe für das Akhira so, als würdest du morgen sterben. Subhanallah. Arbeite für die Dunya. Tu etwas Gutes in dieser Dunya. Erreiche etwas in dieser Dunya. Errichte diese Dunya, weil du bist ein Khalifa auf Erden. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dich zu einem Statthalter gemacht. Zu deiner Prüfung in der Dunya gehört, dass du versuchst, diese Dunya zu einem Paradies zu machen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Dunya zu einem Paradies gemacht. Seine Raude ist ein Paradies auf Erden, subhanallah, in seiner Moschee. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, ma bayna bayti wa minbari raudatun min riyadul jannah. Zwischen meinem Haus und meinem Minbar ist ein was? Ein Garten von den Gärten des Paradieses. Und es gibt sogar noch andere Orte, über die der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, dass es sich um Gärten des Paradieses handelt, in Medina. Und unsere Aufgabe ist es als Muslime und als Menschen, als Khalifa Allahs auf Erden, aus dieser Dunya etwas Gutes zu machen, aber immer mit dem Wissen, dass diese Dunya am Ende eine Prüfung ist, wo ich als Mensch geprüft werde, ob ich Gutes tue oder ob ich Schlechtes tue, nicht mehr. Und das darf ich niemals aus den Augen verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mein Leben so führe, als würde es kein Akhira geben. Weil dann werde ich mich voll und ganz nur noch auf das diesseitige Leben konzentrieren. Und ich werde mich von Allah subhanahu wa ta'ala abwenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt uns Geschichten von Menschen, welche dieses Ziel kannten und klar vor Augen hatten, aber dann durch den Shaitan und durch das Befolgen ihrer Neigungen all dies vergessen haben. Und dachten, sie würden ewig in dieser Dunya leben. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-A'raf über einen Asketen mit dem Namen Bal'um ibn Ba'ura von den Benu Israel. وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Verließ ihnen die Kunde desjenigen, denen wir unsere Ayat, unsere Zeichen gegeben haben. Er wusste ganz genau, was richtig, was falsch ist. Er kannte ganz genau das Ziel. Er wusste, wo die Reise enden wird. Aber was hat er gemacht? فَانْسَلَخَ مِنَا. Er hat sich davon getrennt. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Der Shaitan folgte ihm. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Und er gehörte zu den Irregeleiteten. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Und hätten wir gewollt, hätten wir ihn durch diese Zeichen was? Erhöht. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Aber er wollte ewig auf Erden leben. وَاتَّبَعَ هَوَى. Und hat angefangen, seine Neigung zu befolgen. Subhanallah. Das heißt mit anderen Worten, es gibt Menschen, die wissen, wo die Reise hingeht, aber sie lassen sich ablenken und kommen dementsprechend vom richtigen Weg ab. Wie jemand, der sich auf dem Weg befindet in ein anderes Land zu einem ganz konkreten Ziel
und dann Halt macht auf einer schönen Raststätte. Und auf dieser Raststätte gibt es viele Spielplätze, viele Möglichkeiten, um gut essen zu gehen. Es gibt Spielautomaten, alles Mögliche gibt es dort. Und er lässt sich dort nieder und vergisst, wo er eigentlich hin wollte, was das eigentliche Ziel gewesen ist. Und bleibt auf dieser Raststätte, als würde das sein eigentliches Ziel sein, und vergisst das Ziel, wo er eigentlich hin wollte. Und viele Menschen leben genauso, subhanallah. Sie denken, diese Raststätte ist das Endziel. Dabei ist es nur was? Eine Raststätte, wo ich kurz halten sollte. Und die Dunya ist genau diese Raststätte. Sie ist schön. Wir leben auf ihr. Sie hat viel Schmuck. Man kann viel Spaß in ihr haben, aber sie ist nur eine Raststätte. Sie ist nicht unser Ziel. Und genau das ist es, worum es geht. Wir sollen uns mit dem jüngsten Tag, mit dem Tod, mit all diesen Dingen auseinandersetzen, um niemals unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Mein Ziel ist es, das Paradies zu betreten. Das ist meine Heimat. Ich komme doch aus dem Paradies. Ja, wir alle stammen eigentlich aus dem Paradies. Adam alayhi salam, wo hat er denn gelebt? Er hat doch im Paradies gelebt. Und dementsprechend, unsere Reise führt uns eigentlich wohin? Sie führt uns zu unserer Heimat. Dort, wo wir herkommen. Dort, wo wir alle abstammen. Dort, wo unser Vater und unsere Mutter gelebt haben. Adam und Hawa alayhi salam. Dort wollen wir zurück. Adam hatte für einen Moment vergessen, was das Ziel ist und musste seine Heimat verlassen. Und wir mit ihm. Aber wir wollen alle wieder zurück zu dieser Heimat, damit wir insha'Allah ta'ala dort dann ewig bleiben können. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister, wollen wir jetzt insha'Allah ta'ala unsere Reise beginnen. Unsere Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Reise ins Jenseits, zum jüngsten Tag, zum Paradies. Wir wollen gut vorbereitet sein auf unsere Reise. Und das allererste, womit wir uns auf dieser Reise beschäftigen werden, ist der Übergang von der Phase Nummer 2 in die Phase Nummer 3. Der Übergang von der Dunya in den Barzach. Das ist der Beginn unserer Reise. Und damit wir diesen Übergang auch wirklich besprechen können, müssen wir zunächst erst einmal einige Begriffe klären. Und der erste Begriff, den wir klären müssen, ist der Tod. Für viele ist der Tod das Nicht-Existierende. Für viele Menschen ist der Tod, dass du nicht mehr da bist. Aber das ist nicht der Tod. Der Tod ist etwas anderes. Der Tod ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag durchmachen. Und worauf Allah subhanahu wa ta'ala uns jeden Tag immer wieder vorbereitet. Nämlich, wenn wir uns schlafen legen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt Folgendes im Koran. Allahu, ich suche nochmal hier ganz die Übersetzung raus, dass wir das auch haben, insha'Allah ta'ala. Allah ta'ala, er sagt in Surat Az-Zumar, in der Ayah Nummer 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab. Und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Ah, das heißt, jedes Mal, wenn wir schlafen gehen, ist das so, als würden wir sterben. Subhanallah. Der Schlaf ist der kleine Tod. Der Schlaf ist der kleine Tod. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück. Also die eine Seele, für die er den Tod beschlossen hat, die hält er zurück. Die kehrt nicht wieder zurück in den Körper. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei.
Bis zu dem Moment, wo der Todesengel zu ihr kommen soll und dann die Seele aus dem Körper gezogen werden soll. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Was ist der Tod? Der Tod ist nicht die Nicht-Existenz, sondern der Tod ist nichts anderes als das Austreten der Seele aus dem Körper in eine andere Dimension. Es ist ein Übergang von einer Dimension in eine andere Dimension, von einer Phase in die andere Phase. Der Körper erstirbt, das ist richtig, aber die Seele, sie bleibt bestehen, sie stirbt nicht. Und hier kommen wir zu einer weiteren sehr wichtigen Begriffsbestimmung, mit der wir uns heute etwas länger auseinandersetzen werden. Und zwar, was ist überhaupt die Seele? Was ist der Unterschied zwischen Ar-Ruh und An-Nafs? Gibt es überhaupt einen Unterschied oder sind das Synonyme? Sind das sozusagen, ist das ein und dasselbe? Was geschieht eigentlich mit der Seele? Kann die Seele überhaupt sterben oder nicht? Ist die Seele unsterblich? War sie schon immer existent gewesen oder nicht? Das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, inshallah. Zunächst erst einmal kommen wir zu einer Begriffsbestimmung. Wir haben zwei Begriffe, welche häufig mit dem Wort Seele im Deutschen übersetzt werden. Einmal den Begriff Ruh und einmal den Begriff Nafs. Der Koran und auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verwenden beide Begriffe. Und wir schauen erst einmal, was bedeutet das eine und was bedeutet das andere. Und bedeuten sie nun dasselbe oder gibt es Unterschiede zwischen ihnen? Ruh kommt von Rawaha. Und Rawaha bedeutet so viel wie etwas sozusagen, etwas, davon auch das Wort Riech. Ja? Und Riech ist Wind, etwas, was sich ausbreitet. Etwas, was ich nicht wirklich fassen kann. Etwas, was auch in gewisser Weise unsichtbar ist, wie der Wind, der unsichtbar ist. Yurawihu an nafsihi, er sozusagen vergnügt sich ein wenig. Er will ein bisschen runterkommen. Also Ruh ist auch so eine Art was, etwas, was sich ausdehnt. Wie der Wind sich ebenfalls ausdehnen kann. Ruh ist etwas, was ich nicht fassen kann. Genauso wie ich auch den Wind nicht fassen kann. Das ist Ruh im Sprachlichen. Was ist Nefs? Nefs kommt von Nefesse. Nefesse bedeutet so viel auch wie im Arabischen atmen. Hat also auch etwas mit was zu tun? Hat auch etwas mit Wind zu tun, etwas mit Atem zu tun. Und Nefs kann aber auch im Arabischen verwendet werden für einen Menschen oder für einen Körper oder auch für das Blut. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einer Überlieferung, ma la nafsa lahu sa'ila. Also ein Tier, ein Insekt, was kein flüssiges Blut hat. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah, ahlan wa sahlan. Ma la nafsa lahu sa'ila. Also es kann genau dieselbe Bedeutung haben wie Ruh, etwas, was es nicht fassen kann, Wind. Oder es kann auch bedeuten, dass es etwas mit dem Körper zu tun hat. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Nefs und Ruh? Es gibt viel Diskussion. Aber eine Sache muss uns zunächst erst einmal klar sein, wenn wir darüber sprechen. Und zwar, dass kein Mensch, nicht einmal ein Prophet, nicht einmal ein Melek, ein Engel, genau sagen kann, was die Bedeutung von Ruh ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es authentisch überliefert wird, er kam einmal an einer Gruppe von Juden vorbei. Und sie stellten ihm eine Frage. Und sie sagten zu ihm, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erzähl uns etwas über den Ruh. Erzähl uns etwas über den Ruh, über die Seele. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er stützte sich ab an einer Pflanze. Und der Sahabi, der das überliefert hat, er sagte, ich habe gesehen, dass er eine Offenbarung bekommt. Dass er eine Offenbarung bekommt.
Und welche Ayah wurde ihm offenbart? Surat al-Isra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Und sie befragen dich nach dem Ruh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Sprich, der Ruh, die Ruh. Im Arabischen geht beides. Es ist sowohl männlich als auch weiblich, subhanallah. Ruh kann männlich und weiblich sein. Der oder die Ruh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Sprich, O Muhammad, der Ruh ist eine Angelegenheit meines Herrn. Und dann, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Aber ihr habt vom Wissen über den Ruh nur sehr wenig bekommen. Auch heutzutage, subhanallah, es gibt ja auch Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit der Seele, mit all diesen Dingen, auch aus, weiß ich nicht, naturwissenschaftlicher Perspektive. Heute ist der Ruh noch eine Seele. Was ist die Seele überhaupt? Keiner weiß es. Subhanallah, guck mal, wir Menschen sind schon so weit, aber wir wissen nicht, was eine Seele ist. Und dementsprechend haben wir keine klare Antwort. Einige Gelehrte haben gesagt, es gibt aber einen Unterschied zwischen Ruh und Nafs. Aber gleichzeitig können sie auch als Synonym, das heißt gleichbedeutend, verwendet werden. An manchen Stellen wird Ruh gleichbedeutend verwendet wie Nafs und an anderen Stellen wiederum nicht. Ruh im Koran kann verschiedene Bedeutungen haben, die Nafs nicht hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet den Koran als Ruh, subhanallah. In Surat Ash-Shura, in der Ayah Nummer 52, sagt Allah Ta'ala folgendes: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Und somit haben wir zu dir einen Ruh von unserer Angelegenheit offenbart. Und die Gelehrten sagen mit Ruh, ist hier was gemeint? Ist der Koran gemeint. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Du wusstest nicht, was das Buch noch der Iman ist. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Aber wir haben ihn, den Ruh, also den Koran, zu einem Licht gemacht, mit dem wir Recht leiten von unseren Dienern, den wir möchten. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und du leitest wahrlich zu einem geraden Weg. Das ist eine Bedeutung. Warum wird hier Ruh für Koran verwendet? Weil nämlich Ruh Leben bedeutet. Und der Koran, er führt zu was? Er führt zu Leben. Nafs könnte ich hier nicht benutzen. Sondern hier passt nur das Wort was? Ruh. Eine zweite Bedeutung ist der Wahi an sich. Die Offenbarung an sich. Also nicht nur Koran, sondern allgemein die Offenbarung. Wie in Surat Ghafir in der Ayah Nummer 15. Rafi'u darajati dhul arsh yulqi ruh. Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt die Ruh, das heißt die Offenbarung, herab auf alle Propheten. Ebenfalls als Ruh kann Jibril alayhi salam bezeichnet werden. Wie in Surat Al-Qadr. Tanazzalu al-Malaikatu wal-Ruh. Die Engel und der Ruh. Und damit ist Jibril alayhi salam nach vielen Mufassirin, nach vielen Koran-Exegeten gemeint. Ebenfalls als Ruh kann was bezeichnet werden? Eine Art Unterstützung von Allah, eine Rahma von Allah. Eine Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie beispielsweise in Surat Al-Mujadala im Vers Nummer 22 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ. Und er hat sie mit einem Ruh von sich aus unterstützt. Das kann Engel sein, das kann eine Unterstützung von Allah sein, das kann die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Isa alayhi salam wird als Ruh bezeichnet im Koran. Ya ahl al-kitab la taghlu fi din. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Und er ist ein Ruh von ihm. Weil Isa alayhi salam ebenfalls mit einer Botschaft des Lebens gekommen ist, subhanallah. Und weil Isa alayhi salam in seine Mutter Maryam eingehaucht wurde, in ihren Mutterleib, subhanallah. Ebenfalls kann auch Ruh, aber auch was sein? Das Leben eines Menschen, das heißt die Seele eines Menschen. Wir sehen also, Ruh im Koran hat unterschiedliche Bedeutungen, die Nafs nicht haben kann. Und Nafs wiederum hat Bedeutungen, die Ruh nicht haben kann. Nafs kann dein eigenes Ego sein. Nafs kann was? Dein eigenes Ego sein. Man sagt ja immer Nafs.
Und wie kommt man darauf? Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Nefs das Gute und das Schlechte eingehaucht. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. Und die Nefs, wie er sie erschaffen hat. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Und er hat ihr das Schlechte und das Gute eingegeben. Und dementsprechend muss ich immer wieder auch gegen meinen Nefs kämpfen. Der Koran ist voll mit Ayat, in denen Allah uns auffordert, gegen unsere Nefs zu kämpfen. Ich kämpfe gegen mein Nefs an, im Sinne, ich kämpfe gegen mein eigenes Ego an, welches versucht, mich von Allah subhanahu wa ta'ala wegzuführen. Diese Bedeutung hat Ruh nicht. Ruh hat nicht diese Bedeutung von Nefs, dass es schlecht sein kann, dass ich es ankämpfe. Ich bekämpfe nicht mein Ruh, ich bekämpfe was? Mein Nefs. Ebenfalls, der Koran, er zeigt uns auf, dass der Nefs drei verschiedene Zustände annehmen kann. Welche sind das? Der Koran bezeichnet sie als An-Nafs al-Ammara bis-Su, wie in Surat Yusuf. Der Nefs, der dem Menschen das Schlechte befiehlt. Inna an-Nafs al-Ammara bis-Su. Der Nefs, er befiehlt dem Menschen immer das Schlechte. Das ist die schlimmste Form, möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Ein Nefs, den du nicht unter Kontrolle hast. Ein Nefs, das dir immer sagt, mach das Schlechte. Ein Nefs, das immer deine Neigung befolgt. Das schlimmste Nefs überhaupt. Und deswegen Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, was der Weg zum Paradies ist. Und er sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Und was denjenigen betrifft, der seinen Nefs von der Neigung abhält, es ihm verbietet und sagt, nein, stopp, du darfst nicht, so ist was sein Aufenthaltsort? Das Paradies. Subhanallah. Aber wer seinen Nefs befolgt, wie wir in der Geschichte von Bal'am ibn Ba'ura vorhin gehört haben, Khalas, der ist verloren, wir wollen uns davor bewahren. Was ist die zweite Stufe von Nefs? Al-Nafsul Lawama, die tadende Seele. So, Subhanallah, eine Seele, die mal Gutes tut, mal Schlechtes tut. Und wenn sie Schlechtes tut, dann bereut sie und sagt, hätte ich das nicht getan. Deswegen Allah Ta'ala erschwört bei dieser Seele. Er sagt, La uqsimu bi yawm al-qiyama. Wa la uqsimu bi nafsi al-lawama. Ich schwöre, nein, ich schwöre beim jüngsten Tag. Und nein, ich schwöre bei der tadenden Seele. Nafsi al-lawama. Immer so dazwischen. Ja, mal mache ich Gutes, mal Schlechtes. Und dann gibt es was? Die dritte Art. Und das ist eigentlich ein Zustand. Das sind nicht drei verschiedene Seelen, das ist ein Zustand. Du kannst daran arbeiten. Du kannst aus Nefs al-Amara bis zu einem Nefs al-Lawama werden und dann sogar, wenn du willst und wenn du dich anstrengst, zur dritten Nefs al-Mutma'inna. Ya ayyatuha Nefs al-Mutma'inna. Oh, du ruhige Seele. Irji'i ila Rabbiki radiyatan mardiyya. Ya salam. Kehre zu deinem Herrn zurück. Zufrieden und zufriedengestellt. Subhanallah. Fadkhuli fi ibadi. Kehre ein in meine Diener. Wadkhuli jannati. Und kehre ein in meinen Paradiesgarten. Allahu Akbar. Also wir sehen, Subhanallah, Nefs kann verschiedene Zustände annehmen. Aber Ruh nicht. Ruh ist immer was? Ruh ist immer gleich. Und dementsprechend haben einige Gelehrte gesagt, der Unterschied zwischen Nefs und Ruh ist der, dass wenn Nefs verwendet wird, oder wenn die Seele im Körper ist, wird was verwendet? Nefs. Und deswegen, Allah spricht immer davon, dass man ein Nefs tötet. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet keine Seele, die verboten ist zu töten, außer mit was? Mit Haqq, mit Wahrheit. Hier ist die Seele noch was? Sie ist im Körper. Sie ist mit dem Körper verbunden. Und deswegen in der Ayah vorhin haben wir gehört, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah beruft die Seele zu sich, wenn sie sozusagen sterben soll. Wallati lam tamut fi manamiha. Und die, die nicht stirbt in ihrem Schlaf, subhanallah, dann ist es was? Ein Nefs. Aber sobald die Seele aus dem Körper raus ist, nennt sie der Koran was? Ruh. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Und ich habe, Allah sagt, als er Adam a.s. erschaffen hat, und ich habe sozusagen von meinem Ruh in ihn eingehaucht. Das heißt, Ruh ist grundsätzlich die Seele, unabhängig vom Körper. Während Nefs
Die Seele ist verbunden mit dem Körper. Subhanallah. Und deswegen sprechen wir auch von Alam al-Arwah. Wir sprechen nicht von Alam al-Anfus, sondern von Alam was? Al-Arwah. Der Welt der Seelen. Die Seelenwelt. Weil hier die Seelen losgelöst sind vom Körper. Subhanallah. Das heißt, sobald eine Seele den Körper verlässt, bezeichne ich es hier als was? Als Ruh und nicht mehr als Nefs. Sobald aber die Seele mit einem Körper verbunden ist, bezeichne ich es hier als was? Als Nefs. Und deswegen der Hadith, den wir auch erwähnt hatten, dass nach 120 Tagen ein Engel geschickt wird. Und dann wird ihm was eingehaucht, dem Embryo? Der Ruh, subhanallah. Das heißt, wenn die Seele noch nicht im Körper ist, ist sie was? Ist sie Ruh. Und sobald sie den Körper verlässt, ist sie wieder was? Ruh. Ist sie verbunden mit dem Körper, ist sie Nefs. Subhanallah. Also, wir haben jetzt einen ganz wichtigen Begriff geklärt. Den Begriff des Todes. Für diejenigen, die etwas später gekommen sind, wir haben heute eine Reihe angefangen über unsere Reise zu Allah, unsere Reise zum jüngsten Tag. Die Reise sozusagen ins Jenseits. Und die erste Phase, der erste Schritt auf unserer Reise ist, was ist der Tod? Und wir müssen erstmal verstehen, was ist überhaupt der Tod? Subhanallah. Und der Tod ist nichts anderes als das Verlassen deiner Seele, deine Seele den Körper verlässt. Subhanallah. Und dann haben wir kennengelernt, was überhaupt ein Nefs ist, was ein Ruh ist. Was ist die Seele? Subhanallah. Sie ist etwas, was wir nicht genau beschreiben können, was wir nicht genau definieren können, weil es nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Aber wir haben auch kennengelernt, was der Unterschied ist zwischen Ruh und zwischen Nefs. Und unsere Aufgabe als Muslime ist es, gerade jetzt, wenn wir noch in dieser Dunya sind, an unserem Nefs zu arbeiten. Weil jetzt kann ich noch beeinflussen, wo mein Ruh hingehen wird. Wird mein Ruh, wenn es aus dem Körper treten wird, in Illiyin sein? Oder in Esfala Safilin? Ganz oben oder ganz unten? Ich kann jetzt bestimmen, was mit meinem Ruh geschehen wird. Und wir werden inshallah nächste Woche den Hadith von Al-Bara ibn Azib hören. Was geschehen wird, wenn die Seele aus dem Körper kommt, subhanallah. Und da spricht der Prophet vom Ruh, was mit dem Ruh geschieht. Und was die Engel machen werden, wie sie sich empfangen werden. Jetzt kannst du das doch bestimmen. Jetzt kannst du doch was verändern. Einer der Salaf al-Salih, subhanallah, was sie gemacht haben, unglaublich. Der hatte zu Hause bei sich ein Loch gehabt, wie ein Grab. Und er hat sich jeden Abend da reingelegt. Jeden Abend. Und hat dann einige Ayat aus dem Koran rezitiert. Welche Ayat waren das gewesen? Surat al-Anbiya, ha? قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Welche Ayat waren das genau? Surat al-Mu'minun, entschuldigt, nicht al-Anbiya. Surat al-Mu'minun, genau. Vers Nummer 99 und Vers Nummer 100. Allah Ta'ala sagt, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr, bringt mich zurück. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ. Auf dass ich rechtschaffen handele in dem, was ich hinterlassen habe und was ich unterlassen habe. Und dann kommt die Antwort, كَلَّا. Keineswegs. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Hinter ihnen wird es ein trennendes Hindernis sein, wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, dass sie auferweckt werden. Allahu Akbar. Und dann sagt er, كَلَّا رَبِّ رُجِعُونَ رَبِّ رُجِعُونَ. Und dann steht er auf plötzlich und sagt, Alhamdulillah, ich bin wieder da. Ich bin wieder in der Dunya, ich kann noch handeln. Und wir sind noch in der Dunya, Alhamdulillah. Wir hören das gerade, wir können uns vorbereiten, subhanallah. Wir haben jetzt die Möglichkeit, an unserem Nefs zu arbeiten. Damit dann unser Ruh, inshallah, sobald es aus dem Körper austreten wird, Allahu a'lam, wann das sein wird, aber sobald unser Ruh nicht mehr an unseren Körper gebunden ist, damit wir dann beeinflussen können, wo die Reise hingehen wird. In den Himmel oder ganz nach unten. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. In Sijjin, ein Gefängnis. Inna kitab al-Fujjari lafi Sijjin. Das Buch der Frevler befindet sich wahrlich im Gefängnis, in einem Kerker. Und dort wird auch die Seele sein, in diesem Kerker. Das Grab wird wie ein Kerker sein. Eng, dunkel,
Während der andere, der Mu'min, sein Ruh, subhanallah, das Gefühl haben wird, er ist schon im Paradies, subhanallah. Und wartet nur noch auf den Tag, wo er endlich, alhamdulillah, dorthin kann. Mit seinem Körper dann aber. Nicht nur mit seiner Seele, nicht nur mit seinem Ruh, sondern dann wieder als Nefs. Ja? Nämlich, wenn der Ruh wieder in seinen Körper kommt und nie wieder seinen Körper verlassen kann. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Reise ins Jenseits erleichtern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche das Gute hören und es auch praktizieren. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ja Allah, lass uns zu jenen gehören, welche die Worte hören und das Beste dieser Worte befolgen. Das sind diejenigen, welche rechtgeleitet sind, und das sind diejenigen, welche einen Verstand haben. Möge Allah Ta'ala uns zu ihnen gehören lassen. Amin ya Rabbil Alamin. So, das war inshallah Ta'ala heute die erste Einheit zu unserer Reihe inshallah Ta'ala. Und ich denke mal, die Reihe wird so ungefähr 10 bis 15 Einheiten haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich muss es noch unterteilen. Ihr wisst, es ist immer ein bisschen schwierig, das so endgültig zu unterteilen. Aber circa 10 bis 15 Einheiten inshallah Ta'ala. So dass wir hoffentlich inshallah vielleicht bis zum Ende des Jahres fertig sind inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bis-sabr.